Heute ist unser kleiner Beaufort wieder relativ munter. Man würde vielleicht gar nichts merken, wenn man den gestrigen Tag nicht erlebt hätte. Gestern Morgen habe ich an seiner Schlafstelle einen ziemlichen Klatsch Durchfall gefunden, also sehr weichen Kot. Das ist bei Schafen kein gutes Zeichen. Und das ist ja generell bei Tieren nicht, wenn es so sehr weich ist. Und da ich gesehen habe, dass er auch kein Heu und kein Stroh anrührt, auch über die Nacht nichts gegessen hat, das kann ich bei ihm relativ gut feststellen, habe ich sofort einen Tierarzt gerufen und der hat dann auch festgestellt, dass der Pansen nicht arbeitet. Das ist bei Schafen richtig scheiße. Das ist bei allen Tieren, die Wiederkäuer sind, scheiße, wenn sie wenn der Pansen nicht funktioniert. Und daraufhin hat er ihn halt entsprechend behandelt. Und ich habe ihm etwas Pansenaktiv eingeflößt. Das sind halt Bakterien und so, um den wieder in Gang zu bekommen. Und noch ein paar andere Sachen habe ich ihm gegeben. In Abstimmung mit Tierärzten natürlich. Und zwischendurch hat er schon wieder ein bisschen angefangen zu essen, aber dann wieder nicht. Dann habe ich ihn abends zu uns reingeholt oder nachmittags habe ich ihn zu uns in die Wohnung geholt und wir haben bis nach Mitternacht gebangt, ob er jetzt endlich von selber anfängt wieder zu wiederkäuen. Das heißt, ich biete ihm dann immer Heu an und Stroh an und habe ihm auch ein bisschen Weidenrinde angeboten und Luzerne, weil er musste unbedingt was sogenanntes Raufutter essen. Und wir haben auch unten geschlafen auf der Couch, um bei ihm zu sein. Und weit nach Mitternacht haben wir dann endlich das heiß ersehnte Geräusch gehört, was uns zeigt, okay, der Pansen funktioniert wieder. Und ich zeige euch jetzt Bilder vom Tag, wo er bei uns in der Wohnung war. Das sieht vielleicht für euch gar nicht auffällig aus. Aber für uns sind halt so Signalzeichen, sind die Tiere in ihrem Verhalten verändert. Insbesondere essen sie. Tiere, die nicht essen, da gibt es ein Problem. Und bei ihm war ganz klar, der ging nicht mit, der kam nicht raus, der kam nicht morgens in die Küche, wenn ich das Essen für die anderen zubereite. Der hat sich immer wieder hingelegt, ganz untypisches Verhalten gezeigt und dann ist bei mir Alarmstufe rot und dann rufe ich den Tierarzt. Da kann man auch nicht lange warten, also da bis Montag zu warten und zu sagen, naja, dann gucken wir mal, das kann bei Schafen schon tödlich enden. Zum Thema Fremdfütterung sage ich am Ende des Videos noch mal was. Jetzt erstmal die Bilder vom Tage. Aber schaut gerne bis zum Ende, weil das ist wirklich ein wichtiger Hinweis, weil die Menschen es oft gut meinen, aber gut gemeint ist nicht gut gemacht. Okay, jetzt die Bilder vom Tag. Und da ist unser Beaufort, das ihr seht. Ihm geht's gut. So, das war der Anfang. Das war der Kot, den ich gefunden habe. Und dann haben wir ihn reingeholt, den kleinen Mann. Und was mich dann hoffnungsvoller gestimmt hat, war, dass er wirklich sehr neugierig durch den Raum gelaufen ist. Gegessen hat er aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Dennoch ist es ein gänzlich anderes Verhalten, was er sonst an den Tag legt. Wenn er denn in den Wohnraum kommen kann, dann geht er über Tische und Bänke. Das hat er hier gar nicht gemacht.
Aber ab und zu hat er sich dann doch motivieren lassen, etwas Heu zu essen. Auch Kartons. Wir gehen mal wieder zu dem Heu, weißt du? Das, was für kleine Muffelons perfekt ist. Das ist auch ein Muss für ein kleines Muffin. Und da schieben wir jetzt mal die Packung davor. Ja, ich bin ein Spielverderber, ja, ich weiß, das kenne ich schon. Und dann schmeißt du alles um, wenn ich doof bin. Ich zeig dir nochmal, was für kleine Muffin es ist. Da ist wunderbares Heu. Direkt stramm drauf zusteuern. So. Ja, das kannst du essen. Doch, doch, doch. Auf dem Tisch steht nichts mehr. Alles abgeräumt, Schatz. Und abends ist er natürlich wieder mit uns rein. Er war ruhiger als tagsüber und hat auch nichts gegessen am Anfang. Unser kleiner Beaufort kam im Alter von wenigen Tagen zu uns und war anfangs nahezu komplett im Haus und dann habe ich ihn nach und nach immer häufiger tagsüber auch phasenweise rausgelassen. Aber nachts, also abends und nachts war er bei uns in der Wohnung, also im Wohnraum und hat sich dann immer die Plätze der Dackel erobert, so wie man das jetzt hier auch gerade sehen kann. Das ist Eddies Platz. Das ist auch ein Moment oder eine Phase, wo ich mir um ihn große Sorgen gemacht habe, weil man sehen konnte, dass es ihm nicht so gut geht. Also er hat ja Medikamente bekommen und in dem Moment konnte ich gar nicht mehr für ihn tun. Ich habe ihm immer wieder Heu und Stroh zum Essen angeboten, auch ein bisschen Weidenrinde. Aber das ist eine Phase, in der man einfach abwarten muss und hoffen muss, dass es gut wird.
Und hier macht sich Beaufort über unsere Lampe her. Und jetzt kurz danach, ich hatte ihm auf dem Teller ein bisschen Weidenrinde gegeben, die hat er dann auch zumindest ein bisschen gekostet und im Anschluss dann auch endlich wieder etwas Heu. So, und hier kann man sehen, dass ich Beaufort immer wieder etwas Heu anbiete, etwas Stroh anbiete, ein bisschen Luzerne, in der Hoffnung, dass er es aufnimmt, weil das ist das A und O, die müssen essen. Und man sieht vielleicht, er ist in dem Moment so ein bisschen wie erstarrt. Ganz ruhig. Das ist aber auch oft die Haltung, die sie einnehmen, bevor sie eben dann wieder hochwürgen und wieder käuen. Deshalb konnte ich das in dem Moment noch nicht richtig einschätzen. Ich zeige euch diese Bilder auch, um zu verdeutlichen, was es für die Tiere bedeutet und für die Menschen, die sie begleiten, wenn eben zum Beispiel ihnen wohlmeinend von Fremden irgendwas zu essen gegeben wird, weil man glaubt, dass es gut für sie ist, dass sie das mögen. Und es kann im schlimmsten Falle für die Tiere den Tod bedeuten. Jetzt will er sich auch waschen, ja? Das wird alles etwas schwieriger. Dann doch raus. Okay. Du kannst ja schon mal hochgehen. Ich komme dann. Geh schon mal zum Andi. Andi? Ruf's mal in Beaufort. Andi? Das kannst du schön Türen aufmachen. Ne? Ja, das kann der Beaufort. Beaufort? Was machst du? Jetzt mal raus. Jetzt aufs Klo gehen. Aber da steht, das kriegst du nicht hin, Schatz. Vergiss es. Das wird nicht klappen. Beaufort? Wenn du im Stehen pinkeln willst, dann muss das vor der Tür passieren. Wie groß, komm. Beaufort. Du kannst draußen Pipi machen, komm. Draußen ist kalt, ne? Ja. Und nass. Dann doch auf den Holzboden oben. Hm? Ja, Pipi, ja, stinkt. Wir haben die Nacht dann auch im Wohnraum auf der Couch verbracht, damit wir in seiner Nähe sind und haben ihm gelauscht und uns so unfassbar gefreut, als er dann endlich so gegen zwischen 1 und 2 Uhr morgens Heu gegessen hat und auch anfing mit Wiederkäuen. Ich kann euch, das ist unfassbar, weil davon hängt es halt ab, damit steht und fällt es, wie es weitergeht. Man hat natürlich noch Optionen, aber ja, ich kann, das ist das schönste Geräusch, was ich da hören konnte, dieses Wiederkäuen. Ja, also das war schon noch, er schläft halt auch nicht durch. Ne? Und dies ist das Ergebnis, dann endlich morgens, das habe ich gefeiert. Thank you.
Punkte anschauen. And I know that there are stupid und wer Kinder oder Tiere hat, der wird wissen, was das für ein Gefühl ist, wenn sie dann endlich wieder die Dinge tun, die sie gerne machen, wo man sonst schon mal schimpft, auch wenn man liebevoll schimpft, weil sie irgendeinen Unfug anstellen. Und ich war nur glücklich. Über jeden Unfug, den er gemacht hat, habe ich mich heute so gefreut. Und das möchte ich mir auch gerne bewahren. Das ist ein absolutes Liebling. Plenty times we're gonna disagree, and you'll be mad at me. But I surrender my heart to you. Never thought that's something I could do. My arms will always be your home, 'cause I love you. Yes, I love you to the bone. I can promise there'll be laughter forever. Und schon gelegt? Nein. Guten Morgen. Und hier auch schon? Ready to take off? Ja? Ja? Sehr gut, mein kleiner Bufo. Super. Jawohl. Das habe ich gestern so vermisst. Das Wiedercallen, das ist für Schafe lebenswichtig. Wenn der Pansen nicht funktioniert, ist eine Katastrophe. Jawohl, aber jetzt läuft's wieder. Super. Und den ganzen Tag über habe ich natürlich immer geschaut, wo er ist, dass es ihm gut geht. Und jetzt sind wir halt zusammen unterwegs zu unserer kleinen Wiese. Und da ist der kleine Bofur. Ja. Nichts ist selbstverständlich. Und ich bin echt so froh, dass wir das geschafft haben und dass unser kleiner Bofur wieder schön draußen ist und wieder käut. Und das gehört halt auch zum Alltag auf einem Lebenshof. Wenn man mit so vielen Wesen zusammenlebt, dann ist immer wieder irgendwas. Also ich weiß das von einer befreundeten Lebenshofhüterin. Der sind Tiere gestorben, weil Menschen einfach Brot über die Hecke, über den Zaun geworfen haben. Das meinen die Menschen nicht böse, das ist mir klar. Aber einfach die Tiere, die nicht zu dem eigenen Haushalt gehören, denen nichts zu essen geben. Ihr wisst nie, selbst bei Dingen, die vielleicht normalerweise vertragen, ihr wisst nicht, ob dieses Tier, dem ihr das gerade gibt, ob es das verträgt. Ihr könnt es nicht einschätzen. Und für den Menschen, der sich um dieses Tier kümmert, für den ist es ein Rätsel, warum es dem betreffenden Tier auf einmal schlecht geht. Also wie gesagt, das ist bei Bofo hier mit ziemlicher Sicherheit nicht die Ursache. Die tatsächliche Ursache kenne ich nicht. Ich vermute, er hat irgendwo was auf dem Hof gefunden und das ist ihm nicht bekommen. Und es ist bei Schafen halt tückisch. Es sind Wiederkäuer und wenn die nicht wiederkäuen, dann wird es für die wirklich lebensbedrohlich. Das ist leider nicht so selten. Und eine häufige Ursache ist, dass andere Menschen irgendwas über den Zaun werfen, von dem sie glauben, dass sie damit den Tieren was Gutes tun. Ist aber eben nicht immer so. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.
Deshalb erfreut euch an den Tieren, die in eurer Umgebung leben. Aber überlasst das sogenannte Füttern den Menschen, die mit den Tieren zusammenleben. Denn die kennen die. Und die wissen, was sie vertragen. Und sie wissen vor allen Dingen dann, wenn es irgendwie problematisch wird, wo die Ursache liegen könnte. Ihr tut den Tieren am Ende des Tages gegebenenfalls nicht nur keinen Gefallen, sondern es kann sie das Leben kosten. Wenn ihr den Tieren Essen zukommen lassen wollt, dann kontaktiert doch den Betreiber des Hofes, fragt, was der gebrauchen könnte. Und ja, damit tut ihr den Tieren auch einen großen Gefallen. So, jetzt gehe ich zu meinem Schweinchen und mit den Schafen oben auf die Wiese. So, Herr Frodo, wie sieht's aus? Okay, ich hatte Nudeln für den Frodo versprochen. Und die soll es dann auch geben, ne, Frodo? Jawohl. Schweine sind Allesesser, aber auch da, niemand weiß, ob dieses Schwein vielleicht eine Unverträglichkeit hat. Das könnt ihr nicht sehen von außen. Das lief ja ganz hervorragend heute. Sehr zufrieden. Vielen Dank. Guten Appetit. Ja, du bist auch fertig? Gut. Ein Haus besteht aus mehr als nur aus bemalten Wänden und Fußböden. Es lebt mit den Menschen, die es bewohnen. Und wenn wir einmal ausziehen sollten, sind unsere Spuren unsere Hinterlassenschaft auf einem Boden, der uns vertraut war. Das Haus wird sich erinnern an unsere Stimmen und an all die Dinge, die wir taten und besprachen.